Gewiss. Es kann jemand auf das Moos treten. Oder hineinstoßen. Dann liegt mein Baufrei da. Und wer Lust hat, kann eindringen und für immer alles zerstören. Das Schönste an meinem Bau, das Schönste an meinem Haus, seine Stille. Ja, freilich, sie ist trügerisch. Plötzlich einmal kann sie unterbrochen werden und alles ist zu Ende. Ich liege hier auf einem allseits gesicherten Platz. Mehr als 50 solcher Art gibt's in meinem Bau. Und zwischen Hindermann und bewusstlosem Schlaf vergehen mir die Stunden, die ich nach meinem Belieben dafür wähle. 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 Dich. Um die Sache zu beschleunigen, reiße ich einen Teil der Fleischmasse zurück. Nun habe ich bloß noch einen Teil vor mir. Nun wird es leicht, einen vorwärts zu bringen. Aber der Transport gelingt. Der Transport gelingt. Endlich auf meinem Burgplatz. Endlich werde ich ruhen dürfen. Endlich werde ich ruhen dürfen. Endlich. Endlich. Manchmal träume ich, ich hätte ihn umgebaut, ihn ganz und gar geändert, schnell, mit Riesenkräften, in einer Nacht, und nun sei er unnehmbar. Wie ist es mit dem Vertrauen? Wie ist es mit dem Vertrauen? Kann ich dem, welchem ich Aug in Aug vertraue, noch ebenso vertrauen, wenn ich ihn nicht sehe? Wenn die Moosdecke uns trennt? Es ist verhältnismäßig leicht, jemandem zu vertrauen, wenn man ihn überwacht. Ja, oder wenn man wenigstens überwachen kann. Es ist vielleicht sogar möglich, jemandem aus der Ferne zu vertrauen, aber aus dem Inneren des Baus, also aus einer anderen Welt heraus, jemandem außerhalb völlig zu vertrauen. Schon lange spiele ich mit dem Gedanken, dass das Tier deshalb selbst auf große Entfernung hinzuhören ist, weil es rasend arbeitet. Und dabei wirkt mit, dass das Tier nicht auf mich zugeht. Darum ändert sich das Geräusch auch nicht. Es liegt vielmehr eine Art Plan vor, dessen Sinn ich nicht durchschaue. Ich nehme nur an, dass das Tier, wobei ich gar nicht behaupten will, dass es von mir weiß,
mich einkreist. Dann liegt mir der Gedanke an Sicherheit fern. Dann weiß ich genau, dass hier meine Burg ist. Meine Burg, die in keiner Weise jemandem anderen angehören kann und die so sehr mein ist, dass ich hier auch letzten Endes von meinem Feind die tödliche Verwundung annehmen kann. Denn mein Blut versickert hier in meinen Boden und geht nicht verloren.